Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir müssen eben einmal noch ganz kurz, bevor wir mit der Story weitermachen, ein paar Unschuldige hier wieder jagen. So, das haben wir jetzt erledigt. Das heißt, wir können dann jetzt ganz normal den Krams, den wir eingesammelt haben, verkaufen gehen. So. Wo sind wir hier jetzt nochmal? Wir sind eigentlich... Ah, wir sind genau in der Hauptstadt Daggerfall. Okay. Das heißt, wir können dann in unseren geliebten Ladenkreis dahin wieder hingehen. Das da oben ist, genau. Und unseren Stuff wieder verkaufen. Hier war es noch nicht. Und dann haben wir eigentlich für Lysandus selber jetzt irgendwie eine Jagd zu erfüllen. Müssen ihn jemanden hier ausschalten. Nee, wir fangen hier an. Und es ist zu, deswegen warten wir dann nochmal 3 Stunden. So, dann können wir jetzt verkaufen gehen. Beziehungsweise auch gucken, ob der hier schon vernünftiges Krams hat, was er nicht hat. So, das alles weg. Schon 58.000, das hier kann weg. So, Wagen haben wir auch. Jede Menge. Jo, wir sind schon bei 100 Riesen. Alter, was? Jo. 60 Riesen haben wir bekommen. Für den ganzen Stuff. Können wir hier auch nochmal gehen. Die Gewürze eben auch noch verkaufen. Hier. So. Ja. Die habe ich jetzt vergessen. Haben wir auch noch ein bisschen was. So. Und hier können wir auch nochmal gucken, ob der jetzt irgendwas Dädrisches hat. Was wir auch haben wollen, was wir auch gebrauchen können. Orkisch brauchen wir eher nicht. Ist aber auch noch echt selten. Der orkische Kram. Da nichts. Hier auch nichts. Hier auch irgendwie nichts. Nope. So, okay, dann gehen wir wieder. Ah ne, hier könnte auch noch was sein. Nein. Und auch nein. Gut, dann können wir gehen. So, dann haben wir noch ein bisschen was anderes. Klamottenladen brauchen wir nicht mehr. Komm, wir gehen mal in den General Store. Die haben ja auch in den meisten Fällen was. Beziehungsweise wohl in diesem Fall eher nicht. Nein. Hier hat er nichts. Hier hat er nichts. Hallo, gute Dame. So, dann gucken wir hier nochmal. Ah ne, im Lager hat er ja nichts. Ja, dann haben wir da hinten den Pfandverleiher, den wir noch einmal besuchen dürfen. So, das heißt dann genau hier. Und dem können wir auch noch den ganzen restlichen Kram, den wir haben, abgeben. Hier haben wir auch nochmal sehr viel. Jo. So, was hat der hier? Schade, dass die wirklich nicht so viel
von dem Zeug haben, was ich haben will. Klar, kostet das auch viel. Aber trotzdem, ich will irgendwie schon mehr der dritten Kram haben. Ja, Adamantium brauchen wir auch nicht. Aber es wundert mich, dass die hier auch eigentlich weiter oben auch noch Sachen zum Verkaufen haben. So, dann können wir das alles jetzt in die Bank bringen, zur Bank. So. Wo haben wir das? Da. Da ist die Bank. Da bringen wir es hin. So, Banking. Ne, Letter of Credit. Ja. I understand that you would like to deposit all of your letters of credit. Ja. Ne. Zurück. So. Warte mal, wie machen wir das? 22460. Und 13262. Haben wir die nicht mehr auf Tasche? Haben wir nicht mehr. Alles jetzt hier drinne. Okay. Warte mal, jetzt habe ich vergessen, wie viel haben wir jetzt auf dem Konto überhaupt? 367.000. Okay, dann können wir jetzt mal schauen. So, Lysander's ghost appeared to me and told me that only the death or emulation of his murderer, Lord Woodburn, would lay his soul to rest. Lord Woodburn is a noble of Varys and betrothed to Princess Lysander. He is a castle in the wilderness of Varys. Okay, das heißt, wir müssten dann hier nach Varys gehen. Ach du. Ist das hier das, wo wir hin müssen? Oder hier, wir gehen mal dahin. In die Hauptstadt. Und fragen mal hier im Königshaus nach. Wo war denn das nochmal? Da oben. Ist auch mittlerweile kein Winter mehr. Und fragen, quatschen mal mit Elisaser, wo der Dude ist. Und dann müssten wir den eigentlich ausschalten. So, da haben wir's. Denn wenn wir sie jetzt ausfragen, haben wir vielleicht die exakte Location, wo der ist, oder steht das hier vielleicht irgendwo? Besonders Lord Woodburn would lay his soul to rest. Lord Woodburn is a noble of Varys. Yeah. He is a castle in the wilderness of Varys. Aber wir wissen jetzt noch nicht, welches Schloss das ist. Oder ich habe es einfach nur vergessen und es wurde uns schon irgendwie erwähnt. So, dann gehen wir hier mal rein. Ich mache hier nochmal ein Safe Game auf die 1. Dann quatschen wir mal mit der. Prinzessin Elisa, People. Oder hier, vielleicht hier können wir das mal nachfragen. Nee. Anscheinend nicht. Können wir irgendwen random hier fragen? So. General Castle Varys, ja, das kennen wir.
Parchment. This conversation has ground tiresome. Leave me no man. Ja, okay, die können wir nicht fragen. Dann würde ich sagen, wir probieren es mal hier Castle Litovion aus. So. Das soll die Burg sein. Oder warte. Woodburn hieß der. Woodburn Hall? Da müssen wir hin. Dann reisen wir dahin. Ja, wir haben es gefunden. Das ist es. Safe Game auf die 4. Und dann gehen wir rein. Hier müssen wir rein. Okay, da hinten schießt die schon auf uns. So, erstmal alles looten natürlich. Ihr kennt alle das Spiel. So, wer hat uns aufgemacht? Wieso hat Woodburn solche Leute, also Tote, bei sich? Orc just died. Klar, natürlich. Die schlachten sich erstmal alle ab. Was hat der denn hier für Statuen? Wirklich? Schon ein bisschen krass. Was ist das hier eigentlich? Boah. Hat die mich jetzt erschrocken. So. Erstmal mitnehmen. Ah, hier. Hier ist der gestorbene Ork. Okay. Ah, hier. Hier sind noch zwei Türen. Ah, da unten geht's runter. Und was haben wir hier? Auch nochmal dasselbe. Nee, das geht auch nochmal nach unten in den Keller. Gut, dann machen wir erstmal unser Inventar leer. Hier, das kann removed werden. Und das kann alles removed werden. So, und das Gold. 539. 539. Gehen wir erstmal hoch oder runter? Ich glaube, wir gehen erstmal runter. Geht schon tief. Vor allem laut der Map. Gibt es jetzt auch sonst nicht viel, außer nur hier runter und da nach oben. So. Ah? Aber da gehen wir gleich hin, wenn wir nach oben müssen. Dann fangen wir hier unten erstmal an. So. Und hier gibt es keine Geheimgänge. Wahrscheinlich erst hier. So, dein Scheiß nehmen wir mit. Und dein Scheiß nehmen wir mit. Und ihren Scheiß nehmen wir auch mit. Sonst gibt's hier auf der Seite jetzt nichts, wo es weitergeht. Nicht mal eine Geheimtür. So, okay, dann gehen wir noch einmal auf die andere Seite und gucken hier. Wo bin ich da hinten? Okay, die verkloppen sie dahinter.
Barbar. Nehmen wir alles mit und können nichts mehr mitnehmen. Können gar nichts mehr mitnehmen. Das heißt, einmal kurz nochmal nach oben. Alles nochmal entladen. Da müssen wir auch noch gleich hin. So, und raus damit mit allem. Gibt's wieder ordentlich Geld nachher. So, und Gold. 1507. Komm, trifft ihn, ja. So, wir waren jetzt auf der Seite. Das einmal mitnehmen und das mitnehmen. Sonst gab es jetzt nichts. So. Mal gucken, was es hier gibt. Ja, Dwarven brauchen wir jetzt ja nicht. Ach so. Ja. Keine Ahnung, was das hier jetzt gemacht hat. Aber vielleicht müssten wir erstmal das machen. Diese ganzen Hebel betätigen. Aua. Stimmt, unten waren ja auch noch ein paar Hebel, die betätigt werden mussten. So, haben wir auch noch gelehrt, den Dude. Ja, dann gehen wir nochmal runter, warten hier drauf erstmal. Betätigen die beiden anderen Hebel, die da in dem einen Raum waren. Ich glaube, das war die Richtung, oder? Nee, das war die andere. Genau, den und den. Komme ich jetzt dran? Hier hat man ja jetzt alles gemacht. Ja, das hat das hier runtergefahren. Da ist ein Magier, der feststeckt. Das heißt, den Weg können wir gleich gehen, um die anderen irgendwie runterzufahren. So, erstmal alles wieder removen, was wir hier haben. Jo, 222,12 Kilo. Vielleicht machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Achso, auf der 2 hatten wir auch mal in der Siedlung gemacht. Jetzt bin ich gespannt, wo es hier hinführt. Da oben. Ja, wir gehen erstmal ganz hoch. So, und hier entlang. Was haben wir hier? Nice. Okay, da können wir nichts mitnehmen. So. Nicht mal eine Geheimtür. So, auch noch mitnehmen. Herr Benny haben die jetzt mittlerweile auch schon öfters. Wie viele Gefangene der hier hat.
Nee, das lassen wir. Potion Recipes brauchen wir nicht. Okay, aber Hebel hat er jetzt hier keine. Zumindest nicht auf dieser Etage. So, dann schauen wir hier nochmal. Jo, einmal lernen müssen wir uns gleich. Aber hier hat er irgendwie anscheinend nichts. So. Dann fehlt noch der Bereich da hinten. Hä? Nee, hier ist ein komplett neuer Fahrstuhl, okay. Wo der wohl hinführt? Zu den Ratten auf jeden Fall. Oder Skiva. Ja, zu den Skiva. Das war's. Mehr ist hier nicht. Hat sich voll gelohnt hier. Können wir auch einmal den hier machen? Nee, warte. Den. So, 2 Stunden. Dass der hier sich in den 2 Stunden nicht bewegt hat, auch interessant. So, und hier noch. Kurz gucken. Okay, das heißt, wir müssen mit den Hebeln, die unten sind, irgendwas machen. Komm, nein, nein, nein! Boah. Ich hatte jetzt gedacht, ich gehe drauf. So, einmal alles wieder removen. Wir sind schon jetzt wieder bei 300 Kilo. So. Nochmal ein Safe Game auf die 2. Und wir gucken uns dann die Hebel unten nochmal ganz genau an. Hier waren jetzt keine Hebel, die waren jetzt nur hier unten. Meine ich. So, dann betätigen wir den hier mal und gucken uns das an. Ich glaube, wir können auch eher den Climbing Mode machen. So. Okay, der hat den hier nach unten gebracht. Autsch. Dann machen wir den wieder runter und den hoch. Gucken uns das noch einmal an. Komm, Climbing. So, der ist jetzt unten. Irgendwie nicht. Okay, noch mal runter. War hier vielleicht doch noch ein Hebel? Irgendwo, den ich nicht gesehen habe? Doch, hier war einer. Geronimo! Okay, welcher Hebel ist jetzt für was gewesen? So, nochmal dahin. So, jetzt sind wir wieder hier. Ah, der... Hä, hat sich der überhaupt bewegt?
Nein, ouch. Egal, dann sind wir jetzt halt hier unten wieder. Machen wir den noch mal runter. Gucken hier noch mal. Hier war jetzt kein Hebel. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. So, und gucken wir hier nochmal, ob hier noch einer irgendwo war. Hier zum Beispiel nicht. Ne, es sind nur die vier Hebel, die wir jetzt hier in dem Bereich im Keller haben. Ich gucke mir das jetzt nochmal oben an. Ansonsten, wir resten hier einmal. Und wir machen es uns einfach. An die Person kommen wir eh nicht dran. So, und dann sind wir hier. Geh auf. Sesam, öffne dich. Alter, kann doch nicht sein. Wie lange soll ich jetzt da noch gegenboxen? Da sind Schätze. Nein. Oh, ich dachte schon, ich falle hier runter. Tschüss. Hier machen wir mal ein Safe Game auf die drei lieber. Nein. Autsch. Ich dachte, ich gehe drauf. Ja, machen wir so. Die ist hier runtergefallen, ja? Ja. Nehmen wir mit. Wir machen das hier rein. Eben. Hier haben wir nichts, nichts. Hier ist er viel. So. Neuer Versuch. Schneller klettern kann ich jetzt nicht. Nee. Da komme ich noch ran. Nein. Autsch. Okay, dann halt nicht. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal da hinten rein. Versuchen das nochmal ein bisschen kaputt zu hauen. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.